Der Frieden des Herrn Jesus sei mit allen. Unser lieber Ex-Christ und Dawagant ist Harun ist bemüht, die Bibel sogar im Atheisten-TV zu widerlegen. Doch ein Atheist hat Harun entlarvt und aufgezeigt, dass er auch seinen Koran damit widerlegt hat. Dann, alle haben jetzt Harun gelobt mit seinem Vortrag. Der lügt uns einen vor, weil, wenn er behauptet, er ist ein Moslem, der Islam bestätigt das, was die Bibel sagt, im Koran. Deswegen so toll seine Präsentation war, wenn er jetzt ein Atheist wäre, könnten wir dem Glauben schenken. Aber eigentlich ist er ja nur hier, um seine muslimische Meinung zu vertreten. Weil der Koran bestätigt die Bibel 100%. Es ist mit der Bibel einverstanden. So, ich habe meine beiden Sachen gesagt. Oh, my chest. I can't breathe. I can't breathe. Oh, shit. Oh, shit. My chest is gone. Antworte dem Toren nicht, wie es seine Torheit verdient, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Antworte dem Toren, wie es seine Torheit verdient, damit er sich nicht einbildet, ein Weiser zu sein. Sprüche Kapitel 26, Vers 4 bis 5. Es ist paradox aber wahr, dass der Tor, obwohl er sich selber der Belehrung verweigert, unbedingt andere aus seinem Schatz an Weisheit belehren möchte. Ein Törichter findet keinen Gefallen am Verstehen, sondern nur an der Enthüllung seiner eigenen Gedanken. Sprüche Kapitel 18, Vers 2. Pio. Ciao. Ironischerweise erforschen unsere lieben muslimischen Mitmenschen die Schrift. Was sie finden werden, ist nicht Mohammed, sondern Jesus. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Johannes Kapitel 5, Vers 39 bis 40.